Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur ZIP 2. Die Bilder von toten Menschen, die am Straßenrand in einem Vorort von Kiew liegen, lassen heute die Rufe nach Aufklärung lauter werden. Ist Putin ein Kriegsverbrecher? Viele Staatschefs werfen ihm das vor, der Internationale Strafgerichtshof ermittelt. Wir schalten zu dessen ehemaligem Vizepräsidenten Kuno Tarfusser. Wahlsieger. Trotz einer breiten Front gegen ihn festigt Viktor Orban in Ungarn seine Macht. Über die Hintergründe spreche ich mit Politikwissenschaftler Daniel Hegedüsch. Dienstleister. Mussten Beamte der Cobra die Kinder von Bundeskanzler Nehammer zum Reitunterricht chauffieren? Das wird zumindest in einem anonymen Schreiben behauptet. Es sind schockierende Bilder, die um die Welt gehen. Der Fund hunderter Leichen in Butscha und anderen Vororten der ukrainischen Hauptstadt Kiew sorgt für Entsetzen. Bundeskanzler Karl Nehammer spricht von Kriegsverbrechen und fordert Aufklärung. Außenminister Schallenberg will zudem den russischen Botschafter in Österreich noch heute Abend ins Außenamt einberufen, wie er in einem Interview ankündigt. Weiterhin ausschließen will man aber ein Gasembargo gegen Russland, eine Forderung, die in anderen EU-Ländern Aufwind bekommt. Und neben neuen Sanktionen fordern die EU-Länder vor allem eines, eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle in Butscha. Ukrainische Behörden arbeiten bereits unter Hochdruck daran, Spuren zu sichern und sollen bald internationale Hilfe bekommen. Was ist in Butscha geschehen? Wer sind die Opfer? Wer waren die Täter? Und wer hat von den Vorfällen gewusst? Fragen, die ein internationales Ermittlungsteam unabhängig überprüfen soll. Fakt ist, gleich zu Beginn des Kriegs ist die Umgebung von Kiew Schauplatz heftiger Kämpfe geworden. Russische Truppen haben Butscha und andere Orte besetzt, sie mehr als einen Monat von der Außenwelt abgeriegelt. Nach dem Abzug der russischen Soldaten in der vergangenen Woche berichten ukrainische Medien und auch internationale Reporter von Dutzenden Toten in den Straßen. Menschen in Zivilkleidung, die leblosen Hände teils hinter dem Rücken verbunden. Und dann gibt es auch noch die Berichte der Überlebenden. Ich habe nicht mit eigenen Augen gesehen, wie diese Leute getötet wurden, aber wie russische Soldaten sie gejagt haben. Sie haben ihre Waffen gezogen und gedroht, uns umzubringen. Alle Menschen in dieser Gegend sind erschossen worden. Wir haben uns drinnen versteckt. Wen sie gesehen haben, auf den haben sie geschossen. Ich habe Angst, mit ihnen darüber zu sprechen. Ich fürchte mich, dass sie zurückkommen. Die Vorwürfe wiegen schwer. Staats- und Regierungschefs weltweit zeigen sich schockiert. Was wir in Butscha gesehen haben, bestätigt, was ich gesagt habe. Putin ist ein Kriegsverbrecher. Jetzt müssen wir die Beweise zusammentragen. Was in Butscha passiert ist, ist ein Verbrechen. Es muss aufgeklärt werden. Es braucht aus meiner Sicht und auch aus europäischer Sicht internationale Aufklärung. Es braucht die UNO. Und dort, wo Verbrechen passiert sind, gilt es hinzuschauen. Und vor allem dann die zur Rechenschaft zu ziehen, die das Verbrechen begangen haben. Russland weist alle Vorwürfe in seine Richtung zurück. Mehr noch, die Ukraine habe die Lage in Butscha inszeniert, heißt es. Der russische UN-Botschafter zeigt in einer abendlichen Pressekonferenz Bilder, die Russlands Unschuld beweisen sollen. Die Ukraine aber wirft Russland Kriegsverbrechen vor und dass die Vorfälle in Butscha nur die Spitze des Eisbergs seien. Auch im Zusammenhang mit anderen Kampfhandlungen werden Russland Kriegsverbrechen vorgeworfen. Zur Aufklärung hat der Internationale Strafgerichtshof bereits ein Team in die Ukraine entsandt. Für die Ermittlerinnen und Ermittler geht es nun darum, mögliche Beweise zu sichern und das so gründlich und schnell wie möglich. In Mailand bin ich jetzt mit dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt am Oberlandesgericht in Mailand, dem ehemaligen Vizepräsidenten des Internationalen Strafgerichtshofs, Kuno Tarfusser, verbunden. Schönen guten Abend. Guten Abend, guten Abend nach Wien. Herr Tarfusser, der Internationale Gerichtshof hat Mitte März bereits angeordnet, Russland müsse den Krieg stoppen. Russland hält sich bekanntlichermaßen nicht daran. Und der Internationale Strafgerichtshof hat bereits Ermittlungen in der Ukraine aufgenommen. Wie wahrscheinlich ist es aus Ihrer Sicht, dass Putin bzw. auch russische Verantwortliche nach allen Bildern, die wir gesehen haben, sich vor einem dieser beiden internationalen Gerichte verantworten müssen? Ja, aus heutiger Sicht ist das relativ unwahrscheinlich, aber wenn man zwei Monate zurückdenkt, dann war es auch unwahrscheinlich, dass wir heute hier sitzen und über einen Krieg mitten in Europa sprechen.
Deshalb, was ja heute schon unwahrscheinlich ist, kann morgen dann auch wahrscheinlich sein. Aber eben, ich wiederhole, aus heutiger Sicht ist es unwahrscheinlich. Und zwar ganz einfach, weil Russland weder den ICJ, den Internationalen Gerichtshof, das UNO-Gericht, noch den Internationalen Strafgerichtshof anerkennt und somit beide Gremien eigentlich keine exekutive Macht auswirken können auf Russland. Welchen Sinn machen denn dann aber etwa die Ermittlungen, die der Internationale Strafgerichtshof in der Ukraine jetzt begonnen hat dann? Ja, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, auf jeden Fall macht sie Sinn. Man bedenke nur, vor 20 Jahren hätte man nicht mal darüber gedacht, dass es irgend so etwas gibt wie einen Internationalen Strafgerichtshof. Und ich glaube, es ist besser, es gibt dieses Gremium, das man natürlich verbessern kann im Laufe der Jahre, als dass es überhaupt nichts gibt. Dies vorausgeschickt muss ich auch sagen, dass es insofern Sinn macht, weil eine Ermittlung in diesem Angriffskriegsszenario und die Suche nach den Verantwortlichen, die man, ja, wie es aussieht, ich bin ja vorsichtig, weil berufsmäßig vorsichtig, und wie es aussieht, nach Russland, dass man dann nach Russland schauen muss, und zwar ganz oben nach Russland. Diejenigen, die irgendwann von einem möglichen Haftbefehl betroffen werden, Haftbefehl erlassen vom Internationalen Strafgerichtshof, mit Sicherheit eine Bewegungseinschränkung haben. Ein Signal wird von der internationalen Staatengemeinschaft durch den Internationalen Strafgerichtshof gesendet, zum einen, und zum anderen werden die sicher ihre Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt. Wenn die Bewegungsfreiheit, nehmen wir an, es würde sich jetzt dabei um Russlands Präsident Putin handeln, würde Putin diese Bewegungseinschränkung dann tatsächlich persönlich treffen? Ja, klar, würde sie ihn persönlich treffen. Ich meine, er kann dann mit Sicherheit nicht mehr in einen von den 123 Staaten fahren, aus irgendwelchen Grund, und zwar, weil diese Staaten, die ja das römische Statut, das ja die Grundlage des Internationalen Strafgerichtshofs darstellt, weil dieses Statut ja vorsieht, dass der Staat, der die Gerichtsbarkeit anerkennt und das Statut ratifiziert, der ist auch verpflichtet, die Verordnungen des Gerichts umzusetzen. Und das heißt in diesem Fall eventuell auch eine Person zu verhaften, die durch einen Haftbefehl gesucht ist. Und somit ist es natürlich ein Wagnis, in ein solches Land zu reisen, auch wenn wir die Konstellation heute ansehen, wie die internationale Konstellation sich irgendwie auch gegen Russland ziemlich eindeutig markiert. Derzeit laufen eben Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofes in der Ukraine. Wird in diesem Zusammenhang gegen alle in die Auseinandersetzung involvierten Parteien ermittelt, also auch möglicherweise gegen die Ukraine? Ja, klar. Ich meine, die Ermittlungen müssen allgemein gehalten werden und können nicht, sicher nicht gesteuert werden von einem oder dem anderen Land. Der Gerichtshof ist unabhängig und ihre Organe und seine Organe sind eben unabhängig. Und wenn sie schon dort ermitteln auf dem Territorium der Ukraine, dann ermitteln sie in, wie man so schön sagt, in alle Richtungen. Ja, das zumindest in der Theorie. Aber natürlich glaube ich, dass man den Fokus auf die Ereignisse abzielt, von denen wir genügend Bilder täglich sehen und die eher in eine andere Richtung zeigen, ziemlich einseitig sind. Wie verlässlich können solche Ermittlungen in der Ukraine im Kriegsgebiet derzeit sein?
Ja, ich glaube, das ist der delikateste Punkt überhaupt, weil ich das Strafverfahren am Strafgerichtshof in Den Haag, das läuft ja so ab wie jedes andere Strafverfahren auch. Das heißt, man muss die Beweise, die Anklagebehörde muss die Beweise vorlegen, die Richter müssen die Beweise abwägen und auch prüfen auf ihre Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit heißt in einem Krieg, wo es auch viel Propaganda gibt, dass man natürlich auch nachsehen muss, wie echt diese Beweise sind jetzt vom Ursprung her. Ich meine, dass man nicht eben auf Fakes reinfällt. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Und ich glaube, das ist auch der delikateste Punkt dieser Ermittlung. Sagt Kuno Tarfusser. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet und deutlich gekürzt. Das ganze Gespräch können Sie dann im ZIP2-Podcast nachhören. Und damit nach Ungarn, wo Ministerpräsident Viktor Orbán auch in den nächsten 4 Jahren mit einer absoluten Mehrheit regieren wird. Seine rechtsnationale Partei Fidesz konnte sich im 199-köpfigen Parlament 135 Plätze sichern. Das Oppositionsbündnis aus 6 unterschiedlichen Parteien muss eine schwere Wahlniederlage hinnehmen. Der Spitzenkandidat des Wahlbündnisses, Péter Márkizay, ist Bürgermeister einer kleinen südungarischen Provinzstadt. Er konnte nicht überzeugen. Aus Budapest, Ernst Gellex. So einen fulminanten Wahlsieg von Viktor Orbán hat niemand erwartet, nicht einmal Orbán selbst, wie es scheint. Im Rausch des Triumphs spart Orbán nicht mit Häme für seine Kritiker und kann sich Spitzen gegen die EU-Kommission in Brüssel nicht verkneifen. Wir haben so einen großen Sieg errungen, dass man ihn sogar vom Mond sehen kann, aber aus Brüssel ganz bestimmt. Der Ukraine-Krieg und das Medienimperium von ihm und seiner Partei Fidesz haben wesentlichen Anteil am Wahlerfolg. Orbán hat die Wahl zu einer Abstimmung über Krieg und Frieden hochstilisiert. Er stehe für Frieden und die Opposition für Krieg, wie Orbán überall wissen ließ. Und die Orbán-loyale Presse hat diese Botschaft als Tatsache dargestellt. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung von Budapest hat trotz der massiven Propaganda gegen Orbán und seine Partei Fidesz gestimmt. Die Opposition holte in Budapest 16 von 18 Wahlkreisen. Doch das Oppositionsbündnis unter dem christlich-konservativen Péter Márkizay konnte vor allem die Landbevölkerung nicht überzeugen. Márkizay hat auch Fehler in der politischen Kommunikation gemacht. Immer wieder ließ er sich zu Aussagen hinreißen, die er kurz darauf wieder zurücknehmen musste. Gestern hat er die ungleichen Chancen von Opposition und Regierungspartei beklagt. Wir zweifeln nicht daran, dass Fidesz diese Wahl gewonnen hat, aber dass diese Wahl demokratisch und frei gewesen sei, das bezweifeln wir schon. Die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die mit mehr als 200 Experten die Wahl beobachtet hat, bestätigt die Kritik der Opposition. Die Wahlbedingungen seien, wie schon vor 4 Jahren, unfair gewesen. Und in Budapest begrüße ich jetzt den Politikwissenschaftler Daniel Hegedösch vom German Marshall Fund. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Hegedösch, die OSZE kritisiert heute die Wahl also als unfair. Teilen Sie diese Beurteilung? Ja, ich glaube, diese Beurteilung ist überhaupt nicht überraschend im Licht der Tatsachen, dass schon sowohl die 2014 und 2018 Parlamentswahlen waren in Ungarn als frei, aber nicht fair eingestuft. Und eigentlich schon am 21. März hat die OSZE schon einen vorläufigen Bericht über die längere Entwicklungen in der Wahlkampagne veröffentlicht. Und das war schon eigentlich ein vernichtendes Urteil aus dem Sichtpunkt, wie fair oder unfair die politischen Prozesse in Ungarn gelaufen sind. Also ja, kurz gesagt, ich teile hundertprozentig diese Einstufung. Blicken wir da auch noch einmal zurück auf den Wahlkampf. Themen wären eigentlich einige am Tisch gelegen, angefangen von Korruption, mangelnde Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Defizit. Und dann kam aber trotzdem der Ukraine-Krieg. War es schließlich die Thematisierung des Krieges, die Orbán den Wahlsieg gebracht hat?
Ich glaube, die politischen Analysten werden sich noch lange darüber unterhalten, was dieser völlig unerwartete Umwandlung der Wählerpräferenzen wirklich in den letzten Tagen vor den Wahlen verursacht hat. Nach meiner persönlichen Meinung, ja, es war eigentlich die Darstellung der Krieg in der Ukraine, was die Regierungsseite geholfen hat, zusammen eigentlich mit der überwältigenden Mediendominanz der Regierungsseite. Nämlich, ich glaube, ein Erfolgsfaktor für die Regierung war, dass die Opposition eigentlich ihre Kernmessages überhaupt nicht zu den Wählerinnen und Wählern in größere Gesellschaftssegmente in Ungarn durchbringen konnte, diese Gesellschaftssegmente erreichen konnte. Währenddessen eigentlich die Regierung ziemlich effektiv war, das zu bestimmen, wie die Wählerinnen und Wähler eigentlich über die Opposition denken sollten und die Opposition eigentlich beurteilen sollten. Ganz oft war eine sehr aggressive, negative Kampagne geführt. Man hat die Opposition eigentlich als verantwortungslose Politikern dargestellt, die bereit wären, eigentlich auch die Sicherheit des Landes auf dem Spiel zu setzen und das Land auf die Seite der Ukraine eigentlich in den Krieg zu stießen, was eigentlich absolut Nonsens war. In Ungarn war über nichts anderes die Rede, nur was die anderen osteuropäischen Länder schon sowieso tun, also einfach Militärhilfe für die Ukraine in dem Freiheitskampf des Landes zu leisten. Aber wegen der überwältigenden Mediendominanz der Regierungsseite konnte die Opposition eigentlich diese Position nie wirklich überzeugend erklären und für die Wählerinnen und Wähler beizubringen. Wird die Opposition nach dieser Wahlniederlage jetzt wieder in ihre einzelnen Lager zerfallen? Ich glaube, mit einer großen Wahrscheinlichkeit besteht dieser Gefahr. Schon gestern haben einige Oppositionspolitiker mit unterschiedlichen Anschuldigungen angefangen und probiert haben, die Verantwortung aufeinander zu schließen. Ich glaube, die sind ziemlich tragische Entwicklungen im Lichte, dass vielleicht auch während den nächsten 4 Jahren Ungarn und besonders die ungarische Demokratie eine einheitliche Opposition gut gebrauchen kann. Ich glaube, ganz bald wird die Regierungspartei einen Sparkurs in Ungarn ergreifen und vielleicht in den nächsten Monaten wird auch die Popularität der Regierungspartei ganz eindeutig enorm sinken. Die wirtschaftliche Druck, solche Anpassungen auszuüben, ist ganz eindeutig. Also es wäre Spielraum für die Opposition, in den nächsten Monaten wieder an Popularität zu gewinnen. Auch wenn selbstverständlich keine Wahlen angeboten sein werden, diese Popularität irgendwie in politischen Einfluss oder Macht umzuwandeln. Aber in 4 Jahren werden mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch Wahlen in Ungarn stattfinden. Und wenn die Opposition nicht wieder von Null anfangen sollte, wieder eine Zusammenarbeit aufzubauen, das wäre eigentlich für die Oppositionspolitik nur vom Vorteil. Sie haben schon Fehler der Opposition auch angesprochen. Hat das Oppositionsbündnis auch auf den falschen Spitzenkandidaten gesetzt? Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage. Weil der Spitzenkandidat eigentlich in einen völlig demokratischen Vorwahlprozess ausgewählt war. Ich glaube, da waren ziemlich wenige Möglichkeiten, irgendwie diesen Prozess zu manipulieren oder letztendlich im Laufe der Kampagne oder während der Laufe der Kampagne zum Beispiel eine andere Kandidatin oder Kandidat wären. Die Alternativen wären in vieler Hinsicht auch nicht unbedingt besser gewesen. Zum Beispiel die Spitzenkandidatin der demokratischen Opposition, Klara Dobrev, wäre ganz eindeutig eine viel bequemere Gegenkandidat der Regierungspartei gewesen. Selbstverständlich, Peter Markizay hat auch eine Vielzahl von kommunikativen und anderen Fehler gemacht während dieser 2-3-monatigen Kampagne. Aber ich glaube, dass grundsätzlich hat die einheitliche Opposition ihre politische Hausaufgabe eigentlich bis dem Wahltag ziemlich erfolgreich gemustert. Die haben diese Regenbogenkoalition von 6 Parteien zusammengehalten. Keine größeren Konflikte sind eigentlich auf die Tagesordnung oder Tageslicht gekommen. Selbstverständlich die größte Aufgabe wäre gewesen, die Wahl zu gewinnen, was eigentlich ganz eindeutig gescheitert hat. Aber ich glaube nicht, dass
wirklich grundsätzlich der Auswahl der Kandidat der entscheidende Faktor in diesem Hinsicht war. Ich glaube, viel mehr können wir das dadurch erklären, womit wir auch unser Gespräch schon angefangen haben. Und das ist der nicht ausgewogene Spielfeld im ungarischen Politik, was wirklich strukturelle und strategische Vorteile für die Regierungspartei verspricht. Auch dieses Interview haben wir am Abend aufgezeichnet. Das ungekürzte Interview können Sie im Podcast nachhören. Ein bereits 3 Wochen zurückliegender Unfall von 2 betrunkenen Cobra-Polizisten, die für den Personenschutz von ÖVP-Kanzler Nehammer zuständig waren, beschäftigt seit dem Nachmittag die österreichische Innenpolitik. In einem anonymen Schreiben werden schwere Vorwürfe erhoben. Der Verfasser, der sich eben anonym ebenfalls als Cobra-Beamter ausgibt, behauptet, dass Bedienstete der Spezialeinheit unter anderem dazu herangezogen worden seien, die Kinder des Kanzlers etwa zum Reitunterricht zu chauffieren. Vorwürfe, die der Kanzler entschieden zurückweist. Die Vorgeschichte geht so, am Freitag im Kurier und in den Salzburger Nachrichten zu lesen. 2 Angehörige der Spezialeinheit Cobra, die als Personenschützer für die Familie des Kanzlers arbeiteten, verursachten am 13. März einen Verkehrsunfall. Mit dem Dienstwagen touchierten sie, angeblich schon nach Dienstschluss, beim Ausparken 2 andere Fahrzeuge. Verletzte gab es nicht, lediglich einen angeblich leichten Blechschaden. Bei dem Vorfall waren die beiden Cobra-Mitarbeiter laut Innenministerium alkoholisiert. Beim Unfalllenker wurde mehr als 1 Promille gemessen. Getrunken sollen die beiden erst nach Ende der Bewachung haben. Sie wurden in den Innendienst versetzt. Disziplinarverfahren laufen. Damals waren sie für den Schutz von Katharina Nehammer, der Frau des Kanzlers, verantwortlich. Und inzwischen hat der SPÖ-Abgeordnete Einwallner eine parlamentarische Anfrage an den Bundeskanzler gestellt, in dem ein Mitglied der Cobra anonym zitiert wird, das wörtlich von einem Missbrauch der Cobra, etwa durch Katharina Nehammer, schreibt. Von ihr werden Aufträge erteilt, welche mit einem seriösen Personenschutz absolut nichts mehr zu tun haben. Beamte müssen beispielsweise die Corona-PCR-Tests der Kinder zu einer Abgabestelle bringen, aber auch andere private Angelegenheiten, Pakete zur Post bringen, Abholung von diversen Dokumenten, Anzüge zur Wäscherei bringen und wieder abholen etc. müssen die Personenschützer für Frau und Herrn Nehammer erledigen. Wenn man dieses Schreiben durchliest, sieht man und kann herauslesen, dass es sich bestimmt um ein Insiderwissen handelt, das da auch formuliert wird. Und daher glaube ich schon, dass das Schreiben so ist, dass man dem nachgehen muss. Nach dem Unfall der 2 Cobra-Mitglieder, die auch bei Nachbarn der Familie Nehammer Sturm geläutet hätten, habe es schließlich eine Sachverhaltsaufnahme in der Polizeiinspektion gegeben. Das Ehepaar Nehammer habe versucht, den Vorfall, Zitat, zu vertuschen. Kanzler Nehammer widerspricht am Abend in einer eilig einberufenen Pressekonferenz heftig. Zu dem von Ihnen angesprochenen Sachverhalt gibt es ein Disziplinarverfahren. Daher kann ich dazu nicht mehr sagen. Aber noch einmal, ich gehe immer davon aus, dass Beamte, die zum Antiterroreinsatz und zum Schutz des Lebens von Schutzpersonen ausgebildet werden, genau wissen, was sie tun. Und zum Vorwurf, Cobra-Mitglieder würden für private Hilfsdienste quasi missbraucht. Es ist nur so detailliert geschrieben, dass es auch noch dazu die Sicherheit gefährdet meiner Familie und meiner Kinder. Nochmals zum Realitätscheck. Personenschützer müssen sich bei uns regelmäßig PCR testen. Wenn die PCR-Tests zum Labor bringen und die meiner Kinder, die Schutzpersonen sind, mitnehmen, halte ich daran nichts für Verwerfliches. Noch dazu sind meine Kinder in einer Gurgelschule. Der zweite Teil der Niedertracht ist, mir zu unterstellen, dass ich interveniert hätte. Das ist eine glatte Lüge und ich weise sie von mir. Und es hat ein anonymer Schreiber wieder verfasst, wie es halt so ist jetzt bei uns in der innenpolitischen Auseinandersetzung. Wir haben jetzt die Kultur der anonymen Anzeigen. Auch der Chef der DSE, der Direktion für Spezialeinheiten, Bernhard Treibenreif, erklärt. Es ist so, dass wir diese Behauptungen ganz genau prüfen werden. Und ich kann Ihnen schon sagen, dass das wirklich alles sehr, sehr bedenklich ist, was da steht. Dass der Wahrheitsgehalt sehr, sehr gering ist und dass wir das alles zur Anzeige bringen werden. Der SPÖ-Abgeordnete Einwallner sagt am Abend, er könne die Empörung des Kanzlers nicht nachvollziehen. Er erwarte noch konkrete Antworten zu den Vorwürfen.
Bei den Corona-Infektionszahlen verzeichnen wir heute mit 12.305 Neuinfektionen den niedrigsten Wert seit dem 11. Jänner. Die neuen Fälle liegen auch deutlich unter dem 7-Tage-Schnitt. In den Spitälern geht die Zahl der Corona-Patientinnen und Patienten auf hohem Niveau leicht zurück. Und getestet wird immer weniger. Und das nicht erst seit der Einführung der neuen Testregeln mit Anfang April. In den letzten 7 Tagen wurden knapp 519.000 Tests ausgewertet, 385.554 davon PCR-Tests. Vor 2 Monaten waren es noch doppelt so viele. Welche Rückschlüsse diese Zahlen zulassen, berichten Sabine Schuster und Harald Jungrathmeier. Nach langen Wochen hoher Corona-Zahlen flacht die Welle endlich ab. Liegt das daran, dass weniger getestet wird? Der Prognoserechner erklärt, auch in Zeiten der Massentests sind meist Personen mit Symptomen positiv getestet worden. Gleichzeitig sehen wir auch, dass jetzt nicht nur die Fälle zurückgehen, es geht auch die sogenannte Positivitätsrate zurück. Das heißt, es sinken die gefundenen Fälle schneller, als die Anzahl der Tests sinkt. Das heißt, und wenn das zusammenkommt, dann ist es typischerweise sehr wahrscheinlich, dass es wirklich ein tatsächlicher Rückgang ist bei den Fallzahlen. Die wahrscheinlichen Gründe: eine hohe Immunität der Bevölkerung wegen Omikron, das wärmere Wetter und aktuell keine neuen Virusmutationen. Also alles gut bis zum Herbst? Nicht unbedingt, sagt der Forscher. Andere Erdteile haben auch Pech gehabt, da hat das Omikron im Sommer gekommen, dann hat es dort auch im Sommer Wellen gegeben. Es hängt wirklich davon ab, wann kommt da eine neue Variante um die Ecke, die jetzt um so viel ansteckend ist oder um so gut den Immunschutz umgehen kann, dass sie sich auch im Sommer breit machen kann. Die zweite Unbekannte ist, wie lange Menschen immunisiert sind, die eine Omikron-Infektion überstanden haben. Und nicht zur dritten Unbekannten werden, das wollen die Ärztinnen und Ärzte im niedergelassenen Bereich. Sie sorgen sich um ihre Patientinnen und Patienten, da sich Gesundheitspersonal außerhalb von Spitälern und Altenheimen nur 5-mal im Monat gratis PCR testen lassen kann. Es muss die gleiche Regelung sein wie für Besucher in den Altersheimen, wie für Besucher im Krankenhaus, aber auch wie der Schutz im Krankenhaus selber, dass wir einfach in dieser Verordnung berücksichtigt werden und zum Testen ohne Limitierung aufgenommen werden. Das Gesundheitsministerium erklärt, dass bewusst nur sogenannte vulnerable Settings von der Beschränkung der Tests ausgenommen sei, also Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, wo sich besonders viele schutzbedürftige Personen länger aufhalten. Die Situation im Bereich niedergelassener Ärzte ist deutlich anders. Dort finden kurze Besuche von Patientinnen statt. Deshalb werden diese Bereiche in der aktuellen Covid-19-Basismaßnahmenverordnung auch unterschiedlich behandelt. Nur in Krankenanstalten ist 3G vorgeschrieben, nicht aber im niedergelassenen Bereich. Eine Anpassung vorerst nicht geplant. Wir sind damit bei weiteren Meldungen vom Tag. Die klimaschädlichen Treibhausgase müssen radikaler als bisher eingedämmt werden. Das geht aus dem neuen Klimabericht des Weltklimarats hervor. Vor allem der Kohleausstieg sei dringend notwendig, sagt der Mitautor des Berichts, Kevan Riahi. Wir müssen am schnellsten aus der Kohle heraus. Also alle Szenarien, die konsistent sind mit den globalen Zielen, zeigen, dass wir innerhalb der nächsten 10 Jahre Kohle um 90-95% reduzieren müssen. Ansonsten sei eine Erderhitzung von maximal 1,5 Grad nicht zu erreichen, so der Bericht. In Serbien wurde der amtierende Präsident Aleksandar Vučić mit rund 60% der Stimmen wiedergewählt. Seine Fortschrittspartei ist bei den gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahlen erneut stärkste Fraktion geworden. Mit rund 43% hat Vučić dabei die erhoffte absolute Mehrheit aber verpasst. Im Mittelmeer sind fast 100 Menschen beim Versuch von Libyen nach Europa überzusetzen ertrunken. Nur 4 Überlebende konnten laut Ärzte ohne Grenzen von einem Tankschiff gerettet werden. Allein in diesem Jahr sind bereits mehr als 300 Migranten bei Fluchtversuchen über das Mittelmeer gestorben. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft wird nicht gegen den ehemaligen ÖVP-Finanzminister Blümel wegen Amtsmissbrauchs ermitteln. Ihm wurde vorgeworfen, Aktenlieferungen an den Ibiza-U-Ausschuss absichtlich verzögert zu haben. Ein Anfangsverdacht liege laut der WKStA aber nicht vor. Wenn Sie wieder Reise dabei sind, dann darf ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Einen schönen Abend noch aus Wien. Die aktuellen Wetteraussichten hat jetzt noch Vera Gruber. Morgen überwiegen von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich die Wolken.
Die Schneefallgrenze steigt von zum Teil 600 auf über 1000 Meter Höhe. Im Osten ziehen mit kräftigem Wind Schauer durch. Länger sonnig und recht mild wird es im Süden. In der Folge ist es in ganz Österreich mild. Am Mittwoch überwiegt der Sonnenschein. Donnerstag und Freitag bringt kräftiger Wind dann neuerlich Schauer. Unbeständig verläuft auch das Wochenende. Die Temperatur geht dabei markant zurück. Am Palmsonntag sinkt die Schneefallgrenze aus heutiger Sicht wieder unter 500 Meter. Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine reichen bis in die Kulturszene. Das ist heute Thema im Kulturmontag bei Clarissa Stadler. Neue Fronten im Kulturbetrieb. Der einstmals harmonische internationale Wanderzirkus hochkarätiger Stars ist ins Trudeln geraten. Seit Putins Angriffskrieg werden im Westen auch russische Unternehmen sanktioniert, die bisher Kultursponsoren waren. Die Salzburger Festspiele bringt das in einen unangenehmen Konflikt. Wir haben mit Intendant Markus Hinterhäuser gesprochen. Die junge irakische Filmemacherin Kurdwin Ayub verpackt ihre politische Message in eine neue Formensprache. Und Schmäh hat sie auch. Kurdwin Ayub ist heute zu Gast im Studio. Leben wir schon längst in einer Realität, wie sie die Science-Fiction-Autoren George Orwell und Aldous Huxley vor langer Zeit prophezeit haben? Eine Doku über 1984 und Schöne neue Welt. Bis gleich. Danke, Clarissa Stadler. Und über das Wochenende ist die Zahl der Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, auf mehr als 4 Millionen gestiegen. Dazu ist Migrationsexpertin Judith Kohlenberger bei Stefan Lenglinger zu Gast in der ZIP-Nacht. Heute schon um 22.37 Uhr, also in wenigen Minuten in ORF 1. Und ich darf mich im Namen des gesamten Teams für Ihr Interesse bedanken. Verbringen Sie noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.